Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gostens Daily DAX. Heute am Freitag, dem 27. August 2021. Der deutsche Aktienindex auf Wochensicht hat er noch ein kleines Kursplus geschafft. Wenn wir einmal ganz kurz in den Wochenchart übergehen, so sehen wir in Summe ein Plus von knapp 0,3% zu verdanken. Im Übrigen war dies der heutige Kursanstieg mit einem Umfang von 0,37%. Nichtsdestotrotz, während eben die Wall Street ja auf Rekordjagd ist, teilweise insbesondere der amerikanische Tech-Sektor von Rekord zu Rekord springt, muss man schon fast sagen, ist und bleibt der DAX wahrhaftig deutlich zurück. Man sieht eben, dass, was den deutschen Aktienindex angeht, die Luft wahrhaftig raus ist. Und wie Sie wissen, rechne ich weiterhin damit, dass wir nicht nachhaltig über die Marke von 16.100 Punkten springen und eher eine Korrektur mit einem Umfang von 1.000 bis 1.500 Punkte in den kommenden Wochen zu erwarten haben. Außerdem wird es schwierig, natürlich, wir sehen es im vorliegenden Tageschart, die orangene Aufwärtstrendlinie zu verteidigen. Selbst nur ein einziger kleiner Rückgang könnte hier eben schon das Verkaufssignal in die Wege leiten. Und gerade natürlich die Diskrepanz zwischen der Wall Street und dem deutschen Aktienindex könnte jetzt dem DAX gerade schon in der nächsten Börsenwoche vielleicht zum Verhängnis werden. Was nicht bedeutet, dass es nochmal einen Angriff gibt auf die Marke von 16.000 Punkten, aber spätestens dort in dem Kurskorridor dürfte dann schon wieder die Luft rausgehen. Dann ein Blick auf Infineon. Infineon hat natürlich zuletzt auch von dem Aufschwung der amerikanischen Tech-Werte profitieren können. Wir sahen hier einmal kurzfristig die eingeleitete Konsolidierung von 36 auf rund 32,50 und jetzt sind wir wieder bei rund 36 angelangt. Vielleicht schafft es Infineon noch auf ca. 37,30 anzusteigen, doch mit Hinblick auf die kommenden Wochen setze ich hier, oder besser gesagt vielleicht schon Monate, setze ich eben auf eine Kursspanne von ca. 37,30 oberhalb und unterhalb rund bis zu 30 Euro und deshalb eben setze ich mit meiner Short-Trading-Idee, die ich hier und heute vorstelle, wie immer auch natürlich mit einem konkreten Stop, darauf, dass Infineon eben nicht oben nachhaltig ausbrechen wird, sondern vielmehr auch hier mit einer übergeordneten Gesamtmarktkorrektur unter Druck geraten wird, was eben sich dann auch widerspiegeln wird, dass wir hier die orangene Kursunterstützung, die im Übrigen auch eine sehr, sehr attraktive Einstiegsmarke dann wiederum ist, austesten dürfte. Das war's von dieser Börsenwoche und mit Sicherheit wird die nächste Börsenwoche wieder sehr, sehr spannend, denn wir werden sehen, ob der Leitindex erstens die Marke von 16.000 Punkten ins Visier nimmt, zweitens auf Wochensicht verteidigen kann oder ob eben der DAX ganz klar unter die Marke von 15.800 Punkten rutscht, was ebenfalls nicht eine Überraschung wäre.